Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Weiter geht's jetzt hier in Lorino Werft. In der vergangenen Folge haben wir ja die Brücke gesprengt in dem Wald, also dem Nadelwald, wer sich noch dran erinnern kann. Und ja, ich habe auch gerade erstmal noch ein Bottle in Upgrades an uns gemacht. Denn ich habe gesehen, dass wir nämlich noch einen Fähigkeitspunkt ausrüsten können. Und ich habe noch eine hübsche Waffentarnung hier drauf gepackt, weil ich meinen DLC gestern mal noch mit eingelöst habe. Das habe ich nämlich die ganze Zeit vergessen. Und das heißt, davon wird es auch noch Gameplay geben, von dem Hitler-DLC. Reden wir mal mit dem Typen hier, ich weiß nicht, ne. Scheiß drauf, wir reden nicht mit dem. Wir gehen einfach los. Mission starten. Okay. Ich bleibe lieber im Schatten, um Informationen zu sammeln. Okay, da wären wir. Das heißt jetzt schleichen, wie es aussieht. Wow. Also wir haben zwei Hauptziele, oder? Nein, fünf Hauptziele. Okay, würde ich sagen, wir machen zuerst die dort oben, dann das. Und dann arbeiten wir uns hier nach unten vor. Na toll. Das wird bestimmt nicht schön. Das sage ich euch jetzt schon mal. So, Kollege, du bist erstmal dran. Blopp. Aufnehmen. So, was hast du so Feines? Ich wollte eigentlich den Brief hier, aber naja. So. Na toll, wo machen wir jetzt lang? Ich will auch ehrlich gesagt nicht entdeckt werden. Mir erscheint die Anlage etwas sehr groß. Also hier will ich eigentlich nicht entdeckt werden. Okay, wir gehen hier runter ins Gebüsch. Okay, dort hinten sind sie. Wir könnten eventuell den dort... Nee. Ich will einfach auch nicht auffliegen, Leute. Das ist eben jetzt hier die Sache. Was machen wir? Zieht's euch rein, Leute, wie viel dort sind. Wie will man hier vorbeikommen? Nochmal ganz kurz hier gucken auf die Karte. Wir müssten anscheinend hier durch. Das ist wie so ein Lager. Na, oder wir machen so das hier so abarbeiten oder nach oben. Aber eigentlich möchte ich erstmal hier. Ich weiß nicht, was wir machen. Ich renne erstmal hier lang. So. Da ist schon mal ein Gegner, wenigstens weniger. Wisst ihr was, Leute? Scheiß drauf. Wir schießen. So, komm, jetzt schnell weg hier. Ich hoffe, die gehen alle jetzt in die Richtung und dann... Was? Hier ist ein Minenfeld. Hier ist ein Minenfeld. Oh mein Gott, wer rechnet denn damit? Dass da plötzlich ein fucking Minenfeld ist. Okay, wo lang? Wo lang?
Ich will jetzt hier ehrlich gesagt nicht in Luft fliegen wieder. Ich würde sagen, wir snipen erstmal noch von hier oben. Noch einen holen, würde ich sagen. Und dann nehmen wir den dort oben, den Kollegen. Komm! Ah nein! Kommt! Das schaffen wir! Ah! Sehr gut! So, Leute. Wir gehen jetzt hier ganz schnell rechts lang. Wir dürfen jetzt hier nicht entdeckt werden. Wenn wir uns einmal jetzt hier sehen, dann war's das. Dort ist eine Mine, oder? Yes, da ist eine Mine. Und hier auch. Oh, 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 oh. Halt, können die eigentlich auch durch ihre eigenen Minen laufen? Ansonsten probieren wir nämlich mal was. Aber sieht aus, als ob der gar nicht dort lang gehen will, weil er weiß, dass es Minen sind. Okay, dann müssen wir die zerschießen. Da bleibt uns jetzt keine andere Wahl. Komm. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die wissen, wo wir sind. Deckung aufgeflogen. Kommt schon, wir müssen das Ding treffen. Jawohl. Und jetzt schneller lang. Oh Mann. Ganz schneller lang ran. In diese Richtung geht es nicht weiter. Oh mein Gott. Alter, wir müssen durch so eine Anlage durch. Wie es aussieht. Ja, müssen wir. Ah, hier hinten können wir rein. Okay. Ganz schnell rein. So. Ich glaube, die wissen gar nicht mehr, wo wir sind. Oder? Nein, sieht so aus, als ob die das gar nicht mehr wissen. Okay, ich hoffe, so bleibt es auch. So, ganz kurz hier das nächste Ziel. Das wird unser erstes Ziel jetzt hier. Komm. Und. Wir schaffen das, Leute. Rennen. Wow, hoch hier, schnell hoch hier. Das erste Ding ist so gut wie Schrott. Okay, deaktivieren. Gut, das erste Ding haben wir deaktiviert, sehr gut. Gegner? Wo sind die? Wow, da hier hinten. Das ist wichtig. Okay, Offizier-Kill. Sehr gut. Der Offizier hat uns nämlich fast entdeckt, Leute. Das wäre jetzt ehrlich gesagt noch nicht so gut gewesen, wenn der jetzt Hilfe gerufen hätte. Und ich muss zugeben, wenn man hier oben eigentlich nicht auffliegen würde, man könnte hier voll gut mit Unterschallmunition schießen. Weil wir haben da 10 Kugeln. Okay, dann machen wir das mal. Was? Wie kam der jetzt hier hoch? Boah nein, wie kommen wir hier runter? Ich will jetzt auch nicht hier runter jumpen. Verstärkung drückt an. Oh shit, Leute. Was sollen wir tun? Hier. Oh mein Gott. Ich wollte dort nur an der Leiter runtergehen. Und schon, wir müssen hier irgendwie außen entlang. Runter. Jawohl. Und jetzt schnell hier rüber in die Gebüsche. Komm schon. Jawohl, wir sind im Gebüsch. Sehr gut. Sehr, sehr gut ist das schon mal. Und jetzt müssen wir die zwei Plagegeister dort oben wegholen. Das wäre nämlich auch erstmal wichtig. Weil ansonsten haben wir ja echt keine guten Chancen. Die zwei hier oben müssen weg, eindeutig. So, ich komme, mein Kollege.
Ich komme. Mist, wo steht der? Hier, direkt hier. Ja, da steht dort unser Kollege dort. Was? Okay, schnell weg hier. Hey Kollege. Ah, das ist der blöde Funker von denen. Jawohl, Infanterieke. Okay, nächster bitte. Sehr schön. Okay, Munition schnell mitnehmen und weg hier. Also hier. Boah, du hast ja kaum Überlebenschancen hier. Wenn man sich das Gebiet mal so anschaut. Wirklich kaum Überlebenschancen, Leute. Halt hier die Treppe. Die Treppe schnell hoch. Los, Karl Fairbairn. Sie sind doch ein guter Soldat. Der aber nicht. So, wir müssen jetzt irgendwie hoch auf das Gebäude. Ah, ich glaube ich. Ja, ich habe unseren Weg, glaube ich schon. Oder? Kann man hier nicht hoch? Dass man hier so hoch klettert. Geht das nicht? Okay, da muss ich mal ganz kurz hier noch. Nee, okay, hier kommt man nicht hoch. Da müssen wir wohl in das Gebäude rein. Oder gibt es hier wohl eine Leiter? Nein, eine Treppe. Okay, schnell nach oben. Und zerstören. Zeigen Sie sich mal, Kollege. Oh mein Gott. Sehr schön. Okay, wir sind gleich da. Am nächsten Ort, Leute. Wo? Los, Karl. Oh shit. Was? Hier oben sind die überall. Also jetzt haben wir Scheiße gemacht. Boah, kommt schon. Nein, jetzt sind wir auch noch tot. Alter, von wo? Ah, das verstehe ich nicht. Die Gegner haben so ein Aim. Die treffen wirklich mit jeder Kugel die Scharfschützen vom Gegner. Das verstehe ich manchmal nicht so. Aber ich glaube hier jetzt an dem letzten Ort, da müssen wir töten. Da schafft man es gar nicht anders. Also, wir müssen töten. So. Und dafür habe ich auch schon meine Position gefunden. So. Hier unten sind. Oh shit, hier sind recht viele. Wirklich, Leute. Sagen wir mal, wir töten jetzt die dort leise. Mit Unterschallmunition. Das könnte ja eventuell klappen. Schließlich ist dort noch einer? Ja. Okay. Dann ist der Erste. Ich hoffe, das klappt leise. Jawohl. Jawohl. Und jawohl. Sehr schön. Ich dachte eigentlich, das wären vier, aber okay. Es sind anscheinend nur drei. Okay, wir hätten noch fünf Unterschallmunition. Oh, 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 oh.
So, sehr schön, Augenschuss. Jetzt schnell hier hinter und das Ding sabotieren. Oh nein. Hey, von wo seht ihr mich? Nein. Na toll, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dort oben einer ist. Jetzt haben wir echte Probleme hier. So, Rucksackladung ist angebracht. So. Wie viele Orte jetzt noch? Noch zwei. Noch drei, oder? Ne, zwei, okay. Das heißt jetzt geradeaus. So, kommt schon, Leute, das packen wir. Wir müssen hier irgendwie durch, aber ich weiß eben nicht wie. Das ist eben jetzt hier so ein bisschen die Frage. Weg mit dir. Komm, zeig dich mal. Jawohl, wir haben ihn. So, kommt, schnell weiter ran. Oh nein. Boah, ich dachte schon. Ich dachte schon. So, wir müssen schnell hier lang. Wow. Alter, die sehen uns gerade so oft hier irgendwie. Die und ihre guten Augen. Tja, daran sieht man, die haben viel Karotten gegessen. Also, genau. Immer schön die Möhren aufessen. So. Wir sind jetzt gleich da an dem Ort. Halt, hier kann man nicht entlang. Aber wir müssen hier hinten rechts rum, okay. Wir rennen jetzt gleich ganz schnell, so. Wir können zwar dabei nicht snipen, weil die Anzeige mit der Lunge dafür ganz hoch geht, aber scheiß jetzt einfach mal drauf. Was, hier ist ein Panzer. Komm, jetzt bist du dran. Sehr schön. Jetzt der dort. Okay, es klappt. Es klappt, Leute. Solange es klappt, ist alles gut. Mata, hier hinten müssten wir jetzt, glaube ich, schießen. Aber was ist wegen dem Panzer? Ich probiere es leise. Mal sehen. Vielleicht schaffen wir es ja auch so. Alle mit der schallgedämpften Pistole hier. Also unsere Wellrot auszuschalten. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es nicht klappt. Oh oh. Kommt, hier runter. Nicht pfeifen. Nicht pfeifen, sagte ich. Klappe halten jetzt. Ey, Kollege. Kollege. Kollege! Das tut weh! Das tut wirklich weh! Boah! Jetzt reißt Scharfschütze dort hinten. Hallo! Warum wackelt seine blöde Sniper aus? Hallo! Ich drück das jetzt. Das Spiel ist manchmal irgendwie noch so komisch verpackt. Geil, jetzt hab ich nicht getroffen. Oh, in den Hoden! Jawohl, der königliche Hodenschuss, Leute. Da war er. Wunderschön. Wunderschön einfach. Ich liebe es, Menschen in den Hoden zu schießen, Leute. Jetzt wisst ihr mein liebstes Hobby. Oh yeah! Beautiful! So,
Rucksackladung angebracht. Hier oben noch einer? Ne, ich dachte gerade schon. Sehr schlimm. Und adieu. So Leute, nur noch ein Ding, was wir zerstören müssen. Noch eins. Das werden wir doch schaffen. Jawohl. Nummer 1 ist weg. Und jetzt ist Nummer 2 weg. So, schnell wegrennen. Wir haben sowieso keine Chance, die haben einen Panzer. Und wir haben keinen Panzer. Das Einzige, was ich da sagen kann, ist Hallo Panzer. Oh, Hallo Panzer! Panzer! Tu mir bitte nichts. Okay, Deal. Danke. Da hinten ist der nächste Panzer. Und das ist auch nochmal ein Panzerfahrzeug. Was geht hier vor? Wie kommen wir jetzt hier lang? Wir müssen hier rein, Leute. Oder irgendwie nach oben, besser gesagt. Hier kommen wir nach oben. Renn nach oben, Karl. Was habt ihr das gehört? Oh nein. Und das macht drei. Na toll, die wissen, dass wir hier oben sind, wie es aussieht. Hey, wir haben doch jetzt alle zerstört. Halt, ist das jetzt noch unser Ziel? Nein. Wir sollen die Tanks ausschalten. Wir sollen jetzt wirklich hier die Tanks ausschalten. Das heißt ja, wir können da gleich alle hier töten, oder was? Ja, wir können eigentlich gesehen jetzt alles hier töten. Wir schaffen das sonst eh nicht. Das ist jetzt so meine Vermutung. Weil ich schaffe das eh nicht. So, haben wir erstmal was hochgejagt. Da fühle ich mich nämlich direkt besser. Oh nein, Verstärkung holen die doch, oder? Kommt schon. Holen wir die bitte mit weg. Nein, oder? Doch. Aber jetzt haben wir echte Probleme. Jetzt haben wir echte Probleme hier oben. Verstärkung kommt. Na toll. Boah. Mister, die Munition geht eben auch langsam hier aus. Wer weiß, wie viele hier noch kommen. Boah, Leute. Jetzt wird's heftig hier. Aber richtig heftig. Komm, zeig dich, Kollege, hier. Och man, warum schießt sich immer zeitiger? Warum denke ich, dass die Kugel das sonst nicht trifft? So. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alter, wir werden hier übelst heftig beschossen. Aber wo sind die blöden Tanks? Ich dachte, die würden eigentlich langsam mal herkommen. Das war so meine Idee dabei jetzt hier. Jawohl. So, Herztreffer. Sehr schön. Ey, Kollege, ja? Geht doch. Toll, wie sollen wir jetzt hier die Tanks zerstören? Die Tanks holen mich eher weg. So wird's eher aussehen, Leute. Sag ich euch jetzt schon. Halt hier. Rucksackladung. Okay. Das geht ja mal easy hier. So, Tank Nummer Uno. Und
Komm, Granate. Wo fliegt die Granate hin? Habt ihr das gesehen? Will ich nicht schießen, Tank. Ansonsten war's das, glaube ich, für mich, oder? Oder was meint ihr, Leute? Oh shit. Komm, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Wow. Was haben wir hier noch so? Wir haben noch eine Stolpermine. Hier gibt's nicht so viel einen Raketenwerfer, oder? Ey, Kollege, hast du einen Raketenwerfer? Hast du einen Raketenwerfer? Nicht? Boah. Jetzt an so einer Stelle wäre es echt besser, wenn wir selber auch in einen Tank einsteigen können. Na toll. Wie sollen wir das hier schaffen? Ich habe nichts an Minen dabei. Oh, wunderschön. Wunderschöner Genickbruch, muss man einfach sagen. Hey Kollege, stirb mal. Stirb! Geh doch. Warum sterben sie denn nicht gleich? Also, warum manchmal so hartnäckig? Wenn er letztendlich weiß, dass er drauf gehen wird. Verstehe ich nicht. Warum so hartnäckig? Hier, man könnte doch einfach in diesen Tank einsteigen. Okay, das nicht. Ist ja irgendwie viel angenehmer. Noch ein bisschen weiter weg und so. Ich weiß ja nicht, zählt das auch mit als Tank? Eigentlich ist es nur ein kleiner Tank, aber zerstört es einfach mal mit. Ey, 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 sterben Sie mal bitte. Sterben! Dankeschön. Ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht, wie lange noch die Mission geht. Weil wir hängen jetzt nämlich schon, ich glaube, bald eine halbe Stunde hier dran an der Mission. Ich habe nicht mal die Zeit, hier auf die Uhr zu kommen. Weil wir übelst beschossen werden. Boah. Nein, 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 nein. Kollege. Und jetzt du hier oben. Ey, stopp bitte. Bitte! Bitte! Danke. Er hat gemacht, was ich ihm gesagt habe. Das ist doch das Gute. In diese Richtung geht es nicht weiter. Na toll. Nö, das sind wirklich noch unsere Hauptziele hier, die zu zerstören. Okay, Leute. Ich würde vorschlagen, hier an der Stelle hier beenden wir die Folge für heute. Lasst wie immer eine Bewertung da, weil ansonsten geht nämlich das wirklich zu lange hier. Schreibt gerne einen Kommentar. Und ja Leute, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Haut rein und ciao.